Seid gegrüßt, meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV. Und zwar, meine persönliche Prognose für den dritten Champions League Spieltag steht auf dem Programm. Dazu habe ich auch mich mit allen Spielen beschäftigt, Freunde. Aber erstmal würde ich mal sagen, da es ja 16 Duelle sind, die ich hier prognostiziere, ja, das Getränk, von dem ich mittlerweile richtig süchtig geworden bin. Und zwar die gute Paulana Spezi, Freunde. Ne? Also der Zuckergehalt kickt auf jeden Fall. Und dazu gönnen wir uns von Elinas das schöne griechische Joghurt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ne? Wirklich, also alle, die es nicht kennen, zeige ich euch mal ganz kurz. Da ist der Honig wirklich so unten, so unten drin. Seht ihr das? Den musst du so, den kann man auch richtig pur essen. So. Sehr, sehr nice, ne? Also diese Kicker-Mischung, sage ich schon, ne? Diese Zuckermischung geben wir uns jetzt. Und dann können wir auch mal starten. Guckt euch mal das an, ne? Was ich heute Schönes gespielt habe, ne? So einen wunderschönen Schein habe ich gespielt. Aber leider hat die zweite holländische Liga ein bisschen versagt. Schaut euch mal den an hier. Das ist ja mal ein Ding, ne? Da hatte der Onkel mal einen richtigen Riecher, ne? Unfassbare zwei Partien. So, Freunde. Das ist übrigens Kobe Bryant. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mal mit den Duellen an. Da haben wir Bruges gegen Man City. Und man muss sagen, Bruges, sie an. Ne? In der unfassbar starken Gruppe mit Man City, PSG und Leipzig haben die wirklich 4 Punkte geholt in den ersten Duellen. Ne? Gegen Leipzig haben sie gewonnen, gegen PSG ein Remis geholt. Jetzt kommt Man City nach Belgien. Und ich muss sagen, jetzt kommt der erste Dämpfer und ich gehe hiervon aus, dass Manchester City, das wird jetzt kein hoher Sieg, ne? Aber die werden souverän zu 0 in Brügge gewinnen. Und zwar mit einem 0:2. Bedeutet 1-0, Handicap 2 ist eine 1,65er Quote auf Manchester City. Das zweite Duell in dieser Gruppe ist Paris Saint-Germain gegen VfB Leipzig, das sage ich schon, ne? Gegen Leipzig. Und das ist auch sehr, sehr interessant, denn man muss sagen, Leipzig steht mit dem Rücken zur Wand. Die haben beide Duelle verloren, gegen Man City 3-6 und gegen Bruges 1-2. Bedeutet, ja, wenn die überhaupt noch irgendwie vom Weiterkommen träumen, was ja, was eigentlich schon sehr, sehr schwer ist, bedenkt man, dass noch beide Duelle gegen PSG anstehen und ein Duell gegen Man City, müssten sie jetzt was holen. Aber PSG hat dann auch gezeigt, vor allem zu Hause, ne, wenn die sich dann zu Hause richtig in die Schale werfen und mal ein Spiel richtig angehen, ne, wie, zu was sie fähig sind, ne, die haben Manchester City zu 0 gehalten, ne. Und das muss auch erstmal jemandem gelingen. Ne? So gesehen sage ich, Leipzig wird treffen in Paris. Deswegen denke ich mal, dass das 0,5 plus Leipzig ist eine 1,45er. Sehr stabil eigentlich. Ne? Beide treffen 1,57 und ich sage, das wird ein 3:2 für PSG. Ich sage Leipzig. Deswegen traue ich Leipzig die zwei Treffer zu, weil die jetzt eigentlich, das ist jetzt ein Spiel um alles. Die werden da nochmal alles reinwerfen und Kamikaze alles versuchen, aber es wird nun mal in Paris zu keinem Punkt reichen. Die Quote für Paris mit 1,40 ist zu wenig. Ich sage, Leipzig wird ein sehr gutes Spiel in Paris hinlegen, aber dann mit der dritten Niederlage nach Leipzig zurückfahren und ja, aus der Champions League somit ausscheiden. Denn ich bezweifle, dass dann nochmal, selbst bei 3 Siegen, 9 Punkte reichen würden. Um Platz 2
zu erreichen, meine lieben Sportskameraden. Und dann sind wir bei der nächsten Gruppe, Atletico gegen Liverpool. Und man muss sagen, ja, Atletico hat sich noch nicht mit Ruhm bekleckert in dieser Saison und Liverpool ist wieder so, also man hat den Anschein, dass es wieder dieses Liverpool, das den Champions League-Titel geholt hat. Ne? Klopp hat die wieder auf den richtigen Weg zurückgebracht. Und das wird ein sehr, sehr schwieriges Duell. Vor allem, die haben auch in Porto gezeigt, die schießen einfach in Porto. Und Porto ist jetzt auch nicht einfach so ein Durchgangsgegner, den du einfach so schlagen kannst. Da haben sie einfach 5 Auswärtstore erzielt. Und ich muss sagen, ich sehe die hier, vor allem das Top-Trio ist immer noch wirklich on fire. Jetzt auch in der Liga gezeigt, ne? Firmino, Mané und Salah. Die sind richtig in Butter. Die sind auch alle um die 30 und man sieht, da geht noch was. Da geht noch über einen längeren Zeitraum was. Mané wie Salah jetzt letztens die 100-Tore-Grenze in der Premier League durchbrochen. Ne? So gesehen sage ich Liverpool in der momentanen Verfassung für mich eins der zwei, drei Teams, die um den Champions League-Titel im ganz, ganz engen Favoritenkreis für diese Saison zu zählen sind. Ich sage 2:0 Auswärtssieg in Madrid. Das ist eine 2,25er auf Liverpool. 1:0 Handicap, 2,380er. Ja, ist natürlich gewagt, aber die 2,25er für Auswärtssieg Liverpool schmeckt auch. Dann sind wir bei Porto gegen AC Milan und man muss bedenken, AC Milan, ja, haben sie rot bekommen in dem Spiel. In dem Spiel, gegen wen waren das jetzt? Jetzt müsste ich wieder raten. Gegen Atletico oder gegen Liverpool? Ne? Gegen Atletico. Aber man muss sagen, AC Milan in der Serie A, 7 Siege, ein Unentschieden, 0 Niederlagen. Die haben wieder seit gut 1,5 Jahren haben die wirklich ein sehr, sehr stabiles Team. Ne? Und Porto nach der 1-5-Klatsche zu Hause, die sind natürlich sehr Champions League erfahren und auch zu Hause sehr stark. Aber ich denke, AC Milan wird wieder so ein Achtelfinale, Viertelfinale, wie in alten Zeiten für gute K.O.-Duelle sorgen. Und ich sage, AC Milan wird Porto in Porto schlagen. 3:1. Das wird eine kurze Gruppenphasensaison für Porto diese Saison. Denn diese Gruppe ist einfach zu stark. Und ich sage 1:3. AC Milan gewinnt auswärts in Porto. Das ist eine 2,60er und über 2,5 Partie ist eine 1,80er Quote. Dann sind wir bei Beşiktaş gegen Sporting. Und Sporting ist hier bei den Buchmachern favorisiert, aber ich sage auf jeden Fall 1x. Und ich gehe sogar von einem Beşiktaş Istanbul-Sieg aus. Ich sage in der Türkei mit Fans, Hexenkessel, 1:0 Sieg für Beşiktaş in Istanbul gegen Sporting. Das wird ein sehr schwieriges Unterfangen für Sporting in der Türkei. Und ich gehe auf die Dreierquote 1:0 Sieg Beşiktaş. Meiner Meinung nach vielleicht auch eine minus 2,5 Partie mit einer 1,85er. Und alle, die jetzt sagen, Sporting wird zwar dort nicht gewinnen, könnte aber unentschieden ausgehen, gehen auf 1x. Ajax BVB, sehr interessantes Duell. Ne? Auch Ajax hier favorisiert und ich sage Dortmund, auf jeden Fall die Offensive, die werden in diesem Spiel in Amsterdam jetzt mal in der Champions League auch mal eine Durchmarke setzen. Ne? Gegen Mainz jetzt 3:1 und Haaland, vor allem wenn Haaland am Start ist und der topfit ist, so wie der jetzt wieder drauf ist, ne? Ist wirklich für jede Abwehrreihe sehr, sehr schwer. Ajax ist natürlich offensiv und auch als Mannschaft sehr, sehr stark und nicht zu unterschätzen. Ich sage, das wird so ein richtiger Fury Wilder Schlagabtausch, ne? Hin und her. Und es kann auch dazu neigen, Tendenz Amsterdam gehen, aber ich sage, es wird Tendenz BVB gehen. So gesehen ein torreicher Auswärtssieg mit 2:4 für Borussia Dortmund. Ist eine 2,80er für Auswärtssieg. Über 3,5 Treffer ist eine 2,15er Quote und meiner Meinung nach werden dort mindestens 4 Treffer fallen in der Partie. Dann sind wir bei Inter Mailand gegen Tiraspol und ja, bei Inter Mailand gegen Tiraspol. Tiraspol hat unfassbare, sensationelle 6 Punkte geholt gegen Donetsk und Real und Inter Mailand hat noch kein Tor in der diesjährigen Champions League Saison erzielt. Ne? Und meiner Meinung nach wird jetzt genau ja, bei Inter Tendenz steigend. Und Tiraspol bekommt jetzt den ersten Dämpfer. Ne? Ich habe erstmal sehr lange das Spiel auf ein 1:1 prognostiziert, aber das wird ja mit Tiraspol nicht die ganze Zeit weitergehen. Tiraspol bleibt in Anführungsstrichen auch nur dieses Tiraspol, was diese zwei Sensationssiege geschafft hat, vor allem den in Madrid. Aber jetzt bei Inter Mailand werden sie nichts zu melden haben. Für mich ein souveräner
3 zu 0 Sieg für Inter. Ich habe auch ein 2-0 stehen, aber ich sage 3 zu 0. 0-2 Handicap 1 mit einer 2,15er. Über 2,5 Treffer für Inter mit einer 1,67er. Und es würde mich nicht überraschen, wenn das Spiel 5-6-0 ausgeht. Ja, deswegen das 0-3 Handicap 1 mit 3,80er und 0-4 Handicap 1 mit einer 7er Quote für alle, die sehr risikoreich sagen, so Inter wird die jetzt richtig zu Hause zerlegen. Ne? Und können diese Quoten einzeln auch ins Auge fassen. Dann sind wir beim Donetsk gegen Real und ich glaube, das wird eine mühsame, langweilige Partie in der Ukraine. Meiner Meinung nach ein minus 2,5 Partie mit einer 2,35er und eigentlich ein 0 zu 0. Ne? Aber ich sage, Real wird einmal durchkommen am Ende und ein langweiliges Spiel, wo sie nicht unbedingt besser sein werden, mit 0 zu 1 gewinnen. Ist aber halt nur eine 1,53er Quote auswärts, ist halt wenig. Barcelona, Kiew, Barcelona sehr anfällig, ne? Kassieren Niederlagen, da ist momentan der ganze Umbau auch sehr, sehr schwer. Ansu Fati ist zurück, muss man sagen, der Lichtblick für Barcelona. Aber Kiew jetzt, ja, man kann die jetzt nicht an Bayern messen, ne? Wo sich die Kanter-Niederlage abgeholt haben. So gesehen sage ich, da Barcelona noch nicht stabil genug ist, fangen sie sich ein Ding ein, machen aber zwei und gewinnen 2 zu 1 gegen Kiew. Wird meiner Meinung nach nicht ein ganz klarer Barcelona-Sieg. Deswegen sage ich Barcelona, Kiew 2 zu 1. Aber auf Sieg Barcelona lohnt es sich nicht. Viel zu risikoreich bei so einer kleinen Quote 1,22. Sehr interessante Quote in diesem Spiel. Beide treffen 1,85er. Benfica Lissabon gegen Bayern. Und man muss sagen, Benfica hat Barcelona 3 zu 0 zu Hause besiegt. Ne? Aber Barcelona ist sicherlich ja, nicht mal in dem ausgedehnten Favoritenkreis mit drin. Ne? So gesehen jetzt auch ja, zwar ein stabiler Sieg, aber Bayern ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Wer in 37 Minuten 5-0 zur Halbzeit da in Leverkusen führt, ne? Was soll man da sagen? Die Maschinerie läuft gerade unfassbar. Lewandowski nach der Flaute, der wird auch in der Champions League jetzt auch wieder da sein. So gesehen sage ich, wird Benfica zwar ein Tor machen, ne? Ist eine stabile 1,50er mit 0,5 Treffer für Benfica, aber Bayern wird das auswärts mit 1 zu 3 regeln. Über 3,5 Partie mit einer 2,15er. Auswärtssieg Bayern ist halt auch nur eine 1,42er. Vielleicht geht man da auf zwei Lewandowski-Tore, wird der Kurs ein bisschen besser sein. Aber ja, unentschieden war auch lange in meinem Kopf, aber so wie die momentan drauf sind, kann die keiner stoppen. Ja? Dann sind wir bei Young Boys Bern gegen Villarreal und Villarreal ist ja im 1 gegen 1 die viel bessere Mannschaft. Ich glaube, da hilft nicht mal der Heimvorteil. Für mich wird das ein 1 zu 2 Auswärtssieg für die Spanier sein mit einer stabilen 2-10er-Quote. Ja? Die haben schon Pech gehabt, dass sie in der letzten Minute das Spiel gegen Manchester United verloren haben. Jetzt holen sie sich mit einem Auswärtssieg, ja, rehabilitieren sie sich mit diesen 3 Punkten wieder und spielen da um Platz 2 wieder eine Rolle. Man United gegen Atlanta Bergamo auch schwer. Manchester United hat 2-4 gegen Leicester verloren. Die sind nicht gut drauf, muss man sagen. Ja? Auch wenn Ronaldo momentan da ist, ne? Und trotz allem, ne, Old Trafford ist, da ist die gewisse Magie, die dann, wo alleine ja, die Geschichte vom Old Trafford hilft, Spiele zu gewinnen. Und so gesehen habe ich hier ein 1-1 stehen, aber ich sage, am Ende wird es auch so ein 2-1-Sieg für Man United. Ja? Zu Hause werden sie irgendwie sich noch durchschmuggeln, ne? Aber wenn es dann gegen ein starkes Team im Hin- und Rückspiel, vor allem auswärts, zur Sache geht, ne, sehe ich die jetzt. Ja, ich habe die erstmal anfangs jetzt mit dem Ronaldo-Wechsel und wirklich den Superstars, die sie da haben, mit Fernandes und Pogba, im Halbfinale gesehen. Aber jetzt muss ich sagen, wenn sie ins Viertelfinale kommen, wird das schon ein großer Erfolg. Trotz allem sage ich, Atlanta Bergamo wird den vielen Offensivanläufen nicht standhalten und am Ende ein Tor mehr kassieren, als sie selber schießen. Deswegen 1,75 Manchester United. Aber die Fehlerquote für Unentschieden kann man ins Auge fassen. Ihr wisst Bescheid. Dann sind wir bei Salzburg gegen Wolfsburg und Salzburg ist jetzt seit Jahren in der Champions League dabei und da kommen ja, das ist ja eine förmliche Talentankauf, weltbester Talentankauf. Da kommen unbekannte Talente rein und die kommen fast als halbe Superstars wieder raus. Ne? Deswegen weiß man da nicht, wer der Nächste sein wird, aber die spielen auch vor allem zu Hause, sind die nicht unterschätzen. Die haben auch keine Angst, ob da Liverpool, Bayern oder Man City kommt, die haben einfach keine Angst und die wissen, dass sie für etwas Großes zusammengestellt worden sind.
Und Wolfsburg jetzt in einer Mini-Mini-Mini-Krise. Da läuft jetzt wieder, da stottert ein bisschen das Rad. Ne? Weghorst ist jetzt Corona gesperrt und ich sage, Salzburg wird das ausnutzen und diese Schwächephase der Wolfsburger nutzen und mit 3 zu 1 Wolfsburg schlagen. Ist eine 2,20er-Quote, auch 0,1 Handicap 1 mit einer 3,50er, sehr lukrativ. Lille gegen Sevilla, sehr gute Quote, beide treffen, 1,90er. Und wenn man die beiden Teams sich anguckt, das kann eigentlich nur unentschieden ausgehen. Ne? Entweder 1-1 oder 0-0. Ne? Meiner Meinung nach 1-1. Jeder trifft einmal. X-330er, beide treffen 1,90er-Quote. Chelsea gegen Malmö. Ja, wird jetzt alle denken, da kann man auf ein 5-6-0 gehen. Aber ihr wisst, wie solche Spiele enden. Am Ende endet so ein Spiel nur 1-0. Ne? Ich denke, das wird entweder ein 2-0 oder ein 4-1. Ne? Ist eine 5,50er oder eine 50er-Quote. Trotz allem setze ich mich auf ein 2-0, weil Malmö-Treffer wird mit einer 2,65er bezahlt. Wenn sie nur einen Treffer machen. Jeder kann einen Treffer überall machen, ne? Aber 2,65er, fast eine Dreierquote für ein Malmö-Tor, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und für beide Treffen ist auch eine 2,80er. Also ich denke auch nicht, dass Malmö jetzt, Malmö hat auch von Petersburg bekommen, von Juve bekommen, ne? 4-0, 3-0. Also die haben auch noch kein Tor geschossen und Chelsea hat ja auch eine der stärksten Abwehrreihen in der Champions League. Und man muss sagen, ja, wird schwer. Deswegen sage ich 3 zu 0 Chelsea gegen Malmö. Ein 2-0 minimalistisch würde mich aber auch nicht überraschen. Und dann sind wir bei der letzten Partie. St. Petersburg gegen Juventus. Und Juventus, ja, jetzt haben sie sich langsam nach den sehr schwierigen Anfangswochen, wo sie viele Pleiten kassiert haben, gefangen. In der Champions League spielen sie sowieso eigentlich stabil. Ne? Haben Chelsea besiegt, haben Malmö besiegt. Trotz allem sage ich, wird das ein sehr, sehr schwieriges Spiel in St. Petersburg. Ich habe hier ein 0 zu 0 stehen, minus 2,5 mit einer 1,85er, x eine 3,30er, 1x 1,75er und mit Tendenz sogar zu St. Petersburg. Also ich sage, ich gehe hier mehr davon aus, ja, also wenn man aufs Unentschieden schielt, gehe ich mehr davon aus, dass St. Petersburg da ein bisschen dieses Überraschungsding zu Hause in Russland macht, ne, in der Kälte, als wenn Juventus dort ganz klar den Auswärtssieg holt. Ne? Trotz allem sage ich 0 zu 0 minus 2,5 Partie X mit einer 3,30er. So, meine lieben Sportsfreunde, danke für alle Champions League-Freunde, die so spät eingeschaltet haben. Ihr habt jetzt noch ja, morgen den ganzen Tag Zeit, euch das Video zu geben, bevor es dann abends mit der Champions League losgeht. Ich werde die Spiele für euch verfolgen. Ich denke auch, dass noch zur Europa League und Conference League etwas kommen wird. Und ich zeige euch auch noch, ja, am Ende zeige ich euch noch, jetzt haben wir das Video so lang gezogen, dann zeige ich euch mal, was ich jetzt für morgen nochmal gespielt habe. Das ist jetzt ein Schein hier mit dem Spiel, ja, das ist eigentlich noch für Donnerstag schon gespielt hier. Ist ein Überschein, 2,5, also wer den sehen will, über 2,5 Schein mit den Donnerstagsspielen, Daumen hoch. Ich zeige euch aber nur den Champions League Schein und dort habe ich gespielt. Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund habe ich über 3,5 mit einer 2,05er. Inter Mailand 0,2 Handicap 1 mit einer 2,10er. Ich sage, Inter wird klar und deutlich gegen Tiraspol zu Hause gewinnen mit einem doppelten Handicap. Dann habe ich Salzburg, Wolfsburg auf Salzburg mit einer 2,10er. Ja. Dann Young Boys Bern gegen Villarreal auf Villarreal mit einer 2,20er Auswärtssieg. Dann Chelsea Malmö einfach nur, um die Quote ein bisschen hoch zu multiplizieren mit einer 1,10er. Normaler Sieg für Chelsea gegen Malmö. Lille Sevilla habe ich beide Treffen. Ja, mit einer Zweierquote, sehr stabil. Und Zenit St. Petersburg gegen Juventus habe ich minus 2,5. Ich sage, dort fallen keine drei oder mehr Treffer. Ist eine 1,75er. Und dann haben wir einen Gesamtkurs für diesen Schein mit 76,57, 57, also fast eine 77er-Quote. Und ich habe dich hier mit einem Fünfer angespielt. Ne? Wer keine Zigaretten raucht, der kann eine Schachtel mal in so einen Schein investieren. Und kommt eine sehr stabile Summe bei raus. Ne? 363. Ich bin jetzt gespannt, so wie die Spiele verlaufen werden. Ne? Das ist der Schein. Und wenn ihr euch dann noch für die Europa League und für die Conference League einen Schein wünscht, ne? Dann lasst es mich wissen mit einem Daumen hoch. Und ich bedanke mich für jeden, der sich das Video gegönnt hat. Ihr merkt ja, wie viel Zeit ich da investiere. Ne? Man muss sich ja wirklich die ganzen Spiele
ja, mal richtig durchgehen lassen, ne, und dann gucken, vergleichen hier und da, selbst eine Meinung bilden. Und ihr wisst ja, ne, das ist ja nur meine persönliche Prognose, was ich denke, was in den Partien passieren wird, wie diese Partien verlaufen wird. Ihr könnt euch natürlich eure eigene Meinung bilden, vergleichen. Vielleicht sind wir bei der ein oder anderen Partie der gleichen Meinung. Und ich wünsche euch natürlich alles Gute für die Champions League und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Danke für euren Daumen hoch. Peace out und ratatatata macht die Geldmaschine. Yeah.